Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, wie ihr seht, Level 41 bald. Das geht so extrem schnell. Gefunden habe ich jetzt nicht so viel. Leider eigentlich nur Bullshit. Wer es glaubt. Ich habe genau das gefunden. Da bin ich so glücklich. Zwar nur Level 33, aber mit Mana plus 20, 120 und Aussprechgeschwindigkeit plus 6%. Ein Kollege sagt, es ist OP, so ein Teil zu haben. Und ein Metallschild aus Eisen verbessert. Ein magisches Metallschild mit Blockchance plus 10 und 11%. Verfassung plus 3 und Widerstand Kälte plus 2%. Ist jetzt zwar nicht so cool, aber auch immerhin schon mal ein grünes gefunden. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch ein oranges. Und dann habe ich's. Und später kommen im Part dann noch zwei vom anderen Reich her, also ein Icke, nein, Alse und ein Syrte. Und ja, der Xertox weiß nicht, was der will. Mama Papati. Weg will er mit. Der ist Level 30. Ah ja, ihm wollte ich ja handeln, genau. Ihm wollte ich diese Axt schenken. Mach mal rank. So. Eine meisterhafte Axt. Hier rein. So. Gut. Ja, mal schauen, wann die anderen kommen. Die sollten jetzt irgendwo hier sein. Oder bald kommen, wenn es nicht Probleme gibt. Ja, wir machen jetzt einfach mal den Part. Okay, so. Dankeschön, dass du nicht angehst, blöder Wecker. Dann weiß ich wieder nicht, was zur Zeit das ist. Wenn man es schon vorbereitet, muss man natürlich auch richtig drücken. Weil so im Aufnahmestress, wenn man gerade eigentlich die Aufnahmetaste drücken will, sieht man manchmal nicht, dass ich drauf gedrückt hat, weil es kommt kein Ton, keine Bestätigung. Bei ihm sind die wahrscheinlich noch rot oder so. Ja, Aquantis Ei, ganz klar. Wer braucht einen Scheiß? Hier habe ich mal Aquantis Haut gesammelt, weil ich wahrscheinlich dann noch die Reisquest beenden will, wenn ich eine finde. Und ja. Mal schauen. So. Die sind schon hellgrün jetzt. Aber wieso sind die vor dem Level hellgrün? Wieso werden die, bevor ich überhaupt Level 41 bin, schon hellgrün? Weil sie mit Level 40, ich bin ja immer noch Level 40. Aber wahrscheinlich wegen der Gruppe kann das sein. Ja, das ist dann etwas anderes. Aber eben, wie gesagt, vor dem Level, das ich erreiche, sind die schon leichter oder was? Wäre doch interessant. So, also bald haben wir das Level und bald kommen auch die Kollegen. Der Fabian und der Linus, ein Syrte und ein Icke, Alse, ich hab's heute mit dem Namen, sorry. Alse ist der Fabian und Linus ist der Syrte, glaube ich. Und dann sind wir schon zu viert Leute im falschen Reich, also... Zwei sind jetzt halt im falschen Reich, weil sie schon längere Zeit Charaktere haben. Aber eben, das hindert uns nicht daran, uns zu treffen. Das ist glasklar. Lol, er wird getroffen, nicht ich. So, ich hab wenig Leben. Gut. Er ist aber unter Wasser. Ich hoffe, er trinkt nicht.
Oh. Ja, man kann auch unter Wasser sein. Es ist erst ab einem bestimmten Abschnitt dann, dass man ertrinkt. Ich habe aber gerne, wenn ich noch ein bisschen meine Augen über Wasser habe. Ja, die Nase wäre wahrscheinlich ein bisschen besser. Aber nun gut. So, da ein kleines Cyanid noch gefunden. Mein erster. Ich habe wahrscheinlich alle Farben schon bald. Gibt es nicht noch ein. Nein, dunkelgrün gibt es, glaube ich, nicht. Was könnte es noch geben? Puh. Wenn dann irgendwie Silber oder Gold oder so. Oder Schwarz. Keine Ahnung. Solche Sachen findet man im Internet nicht. Kann man nicht nachschauen. Sodele, dann leveln wir weiter. Jetzt haben wir bald das Level. Okay. Ist er gestorben? Ah, er hat sich umgebracht. Damit er wieder am Spawn, also dort, wo er gebindet hat, hochgeht. Wieder starten kann. So. Dann können wir auch woanders dann wieder leveln. Weil die werden wahrscheinlich leicht. So. Jetzt sind sie wieder rot, genau. Ja, es ist wegen dem Party. Ich bin noch so wenigen Partys gewesen, dass ich gar nicht mehr wusste, dass es so ist. So als Einzelspieler meistens bekommt man das gar nicht mit. Da muss man schon immer wieder an Party sein, damit man es dann versteht oder so. Aber es ist noch gut gemacht, dass man eine Party hat, einfach andere Gegner angreifen sollte und machen kann. Jo, also jetzt kommt das Level wahrscheinlich. Ja. Die Xara Fans. Einfach AFK. Okay. Ah, jetzt habe ich sie wieder weggeklickt. So. Nein, sings. So. Slash Party. Ah, oh, du mit deinem Namen. So. Ah, ein Schaner. Ist die, was ist die? Einfach, okay. Die isst wahrscheinlich ihre Pizza. Keine Ahnung. Wie viel geben die noch? Ah, immer noch 147. Sehr gut. Bleibe ich wahrscheinlich hier. Ich weiß jetzt nicht, wohin ich soll. Wo es jetzt gerade gelbe Gegner gibt. Oder blaue. Ja, blaue wären vielleicht besser. Weil die geben mehr Loot. Scheinbar. Und 666 Schaden. So. Ja. Heute wieder stark trainiert, also im Real Life. Macht genauso viel Spaß wie hier online. Und jetzt so ein bisschen aus der Puste, aber ja, ein bisschen mit Kopfschmerzen, weil so die Hetze. Man ist so auf einem freien
Welt, spielt schön Fußball und so. Und die Hitze prasst auf euch nieder und da geht man heim, schön in die Kälte und bekommt Kopfschmerzen. So eine Frechheit. Eine überaus schlimme Frechheit. Ja, toll. So. Dann schauen wir mal, wo er ist. Da unten. Mhm. Die Forts sind eigentlich ganz normal aus Algoros, nicht? Ein Herzchen, fast ein Herzchen. Oh. Früher in der Beta, als die Mauern und so noch nicht so böse waren, war eigentlich Ignis immer das Volk, wo, wie soll man sagen, wo einfach die Coolen herkamen. Also die einfach ein bisschen rau waren, die ein bisschen barbarisch waren und so. Es gab eigentlich nicht Gut und Böse. Heutzutage, ich weiß nicht, wann das Update kam, so 2011, 2012, als dann alles so ein bisschen schwarz wurde in Ignis, hat das ganze Ding ein bisschen geändert und es kam noch weniger dann zu Ignis. Nö. Keinen grünen Gartengranat mehr. Ich hatte die Quest angenommen. Ich dachte eben, die bekommt man eigentlich relativ gut, aber man bekommt sie nicht so gut. Deshalb habe ich die Reisquest abgeschlossen. So. Also abgeschlossen. Abgebrochen. Immer bei ihm hakt die Animation. Jetzt nicht mehr. Ich brauche bessere Gegner, aber ich warte noch hier auf die anderen zwei. Jetzt natürlich nicht mehr so gut zum Leveln, aber immerhin noch so gut, dass man halt einfach ein bisschen vorwärts kommt wenigstens. Und schon wieder 666. Heute ist die Zahl des 666. Ruti 666. Aufscheuche. Sehr gut. Diese blöden Agro-Monster. In so einem Spiel sollten die eigentlich nicht Agro sein oder nur teilweise. Vor allem nicht so buggy Agro. Mich hatte einfach mal oben hier beim Handeln ein Puma angegriffen vorher. Hat mich einfach angegriffen, obwohl weit und breit kein Puma war und auch nicht gespawnt hätte. Ich bin müde. Ich bin sehr müde. Schade, dass er gerade keinen Heal hat.
Ich habe Heal eigentlich immer dabei bei meinen Bäschen. Also Gruppenheal, also Ding-Heal. Andere heilen. Okay, ja, schau, er macht so ein bisschen. Er hilft mir ein bisschen. Keine Ahnung, wo die anderen bleiben. Ich werde es wahrscheinlich noch dann dazu schneiden, wenn sie nicht kommen innerhalb von diesen 30 Minuten. Ach komm schon. Blödes Warten. Jetzt im Let's Play habe ich, also jetzt während der Aufnahme habe ich ein bisschen weniger geduld, sonst bin ich da manchmal am ganzen Tag trainieren, am Leveln. Immer wieder so eine halbe Stunde, dann wieder eine halbe Stunde. Und das über den ganzen Tag verteilt. Jetzt gerade am Wochenende habe ich so viel Rechnung gespielt wie ungefähr in einer Woche, sonst nie. Weil einfach eben langsam nach oben will. Wir haben ja noch den Jäger zu leveln dann. Und später vielleicht noch mehr. Ja. So. Er ist Level 42. Ja, den ganzen Tag wahrscheinlich gelevelt. Also ohne meine Pausen. Ich habe jetzt ungefähr 2,5 Stunden Pause gemacht. Und noch mehr. Da der von Level 40 auf Level 42, glaube ich, gelevelt. Weil ja, Cup-Final war von in der Schweiz. Schweizer Cup. Aber was wir gründlich versaut haben. Oh. So, wieso ist die blau im Chat? Ich glaube, die gelben sind immer blau im Chat. Keine Ahnung. Schon wieder belastet. Ja, die Axt ist wahrscheinlich so schwer. 13 Kilo. Sonnenträne. Greifen wir doch mal die Golems an. Ich hoffe, ich überlebe es, wenn ich jetzt. Okay, er pullt. Ah, oh, habe ich jetzt getroffen? Sieht man nicht so gut. Ich habe wenig Leben. Ja, die geben nur 78 plus den Community Bonus. Was ist eine Sonnenträne? Die brauchen wir wahrscheinlich nicht. Ach, blöde Belastung.
ganz Zeit wird jetzt geschrieben. Sie sind überlastet. Ja, wieso nicht? Naja. So, ich werde dann bald mal schneiden. Und sobald sie da sind, werde ich wieder weiter aufnehmen hier. Und dann ist in der nächsten Folge wieder ein bisschen Questen oder so mit dem Jäger zum Beispiel angesagt. So, er kann ja mal die Golems angreifen. Ich heile mich hier, weil die Buffs sowieso aus sind. So. Kannst sie nachher haben für Bob. Also, dann sehen wir uns später wieder. Wie gesagt, ich wollte jetzt noch aufnehmen mit den anderen zwei, aber die kommen nicht. Ist klar, ist ein weiter Weg und haben nicht viel Zeit. Ich wollte schon gestern mit Fabian aufnehmen. Hat nicht geklappt, weil er online war, als ich nicht online war, und ich war online, als er nicht online war und so weiter. Aber ich hoffe, es klappt heute noch, sonst ja, gibt es halt noch 10 Minuten anderes Gameplay oder so. Also tschüss, bis später. So, da bin ich wieder. Leider hat es nicht geklappt. Die haben leider wenig Zeit gehabt und mussten dann wahrscheinlich schon abschalten. Aber, ja, machen wir das mal auf ein anderes Mal. Wir beenden diesen Part noch. Ich habe recht bei vielen verschiedenen Monstern mal ein bisschen gelevelt und ja, hat er leider auch dann keinen Bock mehr. So, grüne Granate, Augen, dunkle Kakul, Federn, Zähne. Alles nur Schrott und heute Morgen bin ich echt fast nicht aus dem Bett gekommen. So extrem gestern noch trainiert, darum kamen auch so wenig Folgen. Heute kommen wieder mehr Folgen. Auch von anderen Projekten. So, Aquantis hat können wir auch verkaufen. Gut, gut. Ich habe hier noch einen Meisterstab gefunden. Mit Durchbohrungsschadensbonus. Ja, sonst recht wenig. Momentan ist es ein bisschen wieder Flaute. Ich komme einfach nicht mehr ans Leveln. Und wenn ich leveln will, dann habe ich keinen Bock. Ja, das leidet so ein bisschen. Aber in der nächsten Folge kommt der Jäger dran. Dann habe ich wieder ein bisschen mehr Bock. Vor allem auf den. Weil ich später eben diese Level-Killer mal töten will und das Reich ein bisschen ausspionieren, weil das kann man dann mit Level 45 oder so auch machen. So. Da ich hier eine Reichsquest habe mit Captains töten, töten wir die ein bisschen jetzt noch. Und sonst können wir eigentlich mit dem Baba gerade momentan nicht viel zeigen. Außer eben in den Fortschlachten mitmachen. Aber da ich ja nicht lange überlebe, kann ich auch nicht so viel zeigen. Unter dem Elf haben wir getötet. Okay. Heute Morgen sind recht viele verbuggt. Sie gehen irgendwie ins Wasser und dann werden sie plötzlich wieder nach oben teleportiert oder haben unendlich Leben, weil sie so schnell wieder regenerieren, weil sie irgendwie außerhalb der Reichweite sind oder in der Safe-Zone. Und manche sind sogar in die Erde reingepackt. Aber mittlerweile ist es jetzt nicht mehr so schlimm. Keine Ahnung. Schlechte Desync oder irgendwas anderes. Man weiß es nicht. Und die Golems da überall sind,
Die bewegen sich jetzt schon, wenn man irgendwie 20 Meter weit weg ist, meinen sie schon, sie können uns angreifen. Ist nicht so nett. Aber hey. Dafür geht es später dann besser. Ich glaube, mit Level 50 haben wir dann Gegner, die auch ein bisschen mehr droppen. Aber dazu müssen wir noch viel leveln. Also von 40 auf 50 ist schon ein happiges Stück. Aber so ein Level pro Tag werde ich wahrscheinlich schaffen, wenn ich wieder mich ein bisschen ja, mehr aufs Leveln verlassen kann und nicht aufs Trainieren außerhalb vom Spiel. Und ja. Leider ist es momentan so, dass es Leute gibt, die andere Projekte gerne mögen und die sieht da nicht, ja, nicht mehr so viel kommen. Und der abonniert mich dadurch und so. Aber ich kann ihnen auch, also diesen Leuten auch nicht helfen, wenn sie mir nicht Bescheid sagen, sie möchten gerne mehr Minecraft folgen oder mehr Blade Warband folgen. Dann können, also ja, sie können es mir gerne sagen und ich mache dann wieder mehr. Aber ich habe eben viel zu tun und deshalb geht manche Sachen halt ein bisschen, ja, verloren in der Zeit. Aber wenn ich auch ein bisschen mehr Motivation habe, wenn ich sehe, dass die Leute auch meine anderen Projekte mögen, dann mache ich natürlich weiter. So, war knapp, aber ging mit 73. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass der Speer einfach viel zu langsam ist. Ich brauche eine schnellere Waffe, aber ich habe eben nichts. Schwert des Abgrunds für 46 ist das nächste, aber das ist ein Linkshandschwert, das ist, naja, recht schwach. Aber Linkshandschwerter sind immer schwach. Jo. Oh, das Haus sieht man jetzt. Ich habe wieder die Grafik ein bisschen höher gestellt. In den Game CFG. Und dadurch habe ich die, zum Beispiel eben das Imperia Fort, sieht man jetzt schon von weitem. Aber leider die Monster noch nicht. Also hier sehe ich jetzt gerade keine Monster, weil es zu weit weg ist. Ich glaube, das kann man auch gar nicht einstellen, weil die Monster so wie ein Schutz für die Leute, die weniger guten PC haben, dass die, ja, nicht benachteiligt werden. Ja, also. Na, machen wir noch kurz eine Ding, bisschen länger die Folge. Geht eigentlich recht gut mit dem Hochladen, geht nicht mehr so lange. Und da kann ich schon längere Folgen machen. Wenn sie denn geschaut werden, das ist klar, aber ja, dann haben die Leute, die halt etwas schauen wollen von mir, halt ein bisschen mehr zu schauen. Dann dürfen sie gerne mehr schauen. Aber ich bin keiner, der nachtrauert, wenn jemand ein Video nicht schaut oder so. Ich bin einfach sehr gelassen auf YouTube. Für mich ist das nicht das Überlebensprojekt, wo ich Geld verdienen muss und so. Weil ich verdiene auch gar kein Geld über YouTube, weil ich alles ausgeschaltet habe. Das Wichtigste ist einfach, dass ich noch ein bisschen Spaß habe und dass ich Kollegen habe, die ja treu sind und einfach mir auch ein bisschen den Tag versüßen, weil Training, das tut so extrem auf die Gemüter, also wirklich, dass es mir manchmal einfach zu langweilig ist, wenn ich dann nicht trainiere oder so. Und deshalb habe ich überhaupt YouTube, dafür habe ich so eine gute Community, damit die Sachen auch nicht mehr so vorkommen müssen, dass es mir langweilig ist. Ja, bleib du dort beim Golem. So.
Also, dann gibt es in der nächsten Folge den Jäger wieder ein bisschen. Der ist, glaube ich, Level 16 oder so. Müssen wir unbedingt ein bisschen höher leveln. Und nebenbei tue ich eben hier den Barbar richtig gut leveln, damit wir dann wieder ein bisschen mehr Spaß haben mit ihm. Und so ab Level 45 werde ich dann immer wieder Fortschlachten in die Parts einbauen. So, dann kommt in den nächsten Tagen auch noch ein bisschen Trove. Das ist ein Spiel, so eine Mischung zwischen Diablo 2 und Minecraft. Und eventuell noch ein anderes Spiel, mal schauen, was gerade besser geht. Und eben das Megadrake-Projekt und das GroopCraft. Also das GroopCraft-Projekt ist momentan down, weil der Server down ist. Der geht momentan nicht an. Weiß nicht, was Floster für Problemchen hat. Vielleicht mit dem Plugin oder so. Aber dann geht es auch wieder weiter mit dem GroopCraft-Projekt. So. Und da ich auch oft momentan Blood Warband spiele, kommen die Let's Shows weiter. Weil es lohnt sich jetzt nicht zu Let's Playen, weil so wenig passiert in diesem Spiel. Und dann seht ihr immer wieder die Fortschritte, die ich gemacht habe. Erzähle recht viel darüber. Und ja. Deshalb zu einem Let's Show momentan umgewandelt. Also dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und im nächsten Part mit dem Jäger weiter. Also, ein Dankeschön für die vielen Aufrufe. Es sind schon recht viele Aufrufe im vorigen Part und es freut mich mehr als die anderen. Also, Dankeschön und tschüss.